Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir das Game Unimusha Warlords, also sprich dem allerersten Unimusha-Teil. Ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Es soll gut sein. Also ein Kollege von mir hat die Reihe durchgespielt gehabt und ich habe hin und wieder mal ein bisschen durchgeguckt. Und ja, ich fand es eigentlich ganz spannend. Und ja, vielleicht kommen wir weiter und vielleicht schaffen wir es durch. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, neues Spiel und fangen wir an. Thank you.
Ach, wird gar nicht vertont. Ah, doch jetzt. Way, sir. If our princess is at the keep, there are two ways to get there. The western path or the northern passage. Kaede, I'll go north. You follow them through the other way. Understand. Ja, und schon können wir spielen. Ja, hier können wir die Karte sehen. Mal Schwert, mal Rüstung. Tja, ist ein bisschen ungewohnt die Steuerung, da ich mit dem Steuerkreuz spiele. Prinzess Yuki! Yuki, Your Highness. Samanosuke. It's really you. Oh, I knew that you would come to save me. You worthless boy.
Boah, ist das zum Kotzen, ey. Anweisungen. Absorbieren von Energie. Drücke die Kreistaste, um die Energie zu absorbieren, die nach dem Eliminieren von Dämonen aus deren Körpern entweicht. Energietypen Rot stärkt die Macht deiner Kugeln und Gegenstände. Blau stellt deine magische Fähigkeit wieder her. Gelb stellt deine Vitalität wieder her. Magischer Angriff. Drücke die Dreiecktaste, um mit einem Zauberspruch anzugreifen, solange eine Kugel an deinem Panzerhandschuh befestigt ist. Jedes Mal, wenn du einen Zauberspruch einsetzt, verbrauchst du damit einen Teil deiner magischen Energie. Aufwerten, Werte, die macht deine Kugeln und Gegenstände mit der roten Energie, die du absorbiert hast, auf. Wie man aufwertet, blicke in den magischen Spiegel und wähle Aufwerten, um zum Bildschirm aufwerten zu gelangen. Drücke die X-Taste, dann werden dein Schwert und dein Zauberbuchfächer mit Energie angereichert und dadurch leistungsfähiger. Jedes Mal, wenn du die X-Taste drückst, wird ein Gegenstand aufgewertet. Boah, Leute, wisst ihr, was mich aufregt? Ich sitze hier einfach nur und der Elgato meint... Ja, die Elgato meint einfach... Sie muss mir einfach mal zu sagen, jo, Sound stimmt nicht überein. Nervt mich tierisch, muss ich sagen. So. Viele Zwischensequenzen und der Part ist im Grunde auch schon bald vorbei. Warte mal, hier können wir speichern, ne? Okay. Aufwerten, speichern. Ah, speichern wir. Wir haben zwar nicht so wirklich was gesehen, muss ich sagen, aber... Ja, speichern können wir ja trotzdem mal, ne? Ja, ist ja logisch, hab doch nichts drauf. Spiel ist ja auf dieser Memory Card zum ersten Mal. Also generell spiele ich das Spiel, ja, zum zweiten bzw. dritten Mal. Aber ich hab's noch nicht durch, noch nie durchgehabt. Ich bin tatsächlich am ersten Boss immer kläglich gescheitert, falls das überhaupt ein Boss war. Hatte man kurz gesehen. Boah, dauert das lange zum Speichern. Hallo. Braucht ziemlich lange zum Speichern, ey. Ja, auf jeden Fall machen wir trotzdem weiter, weil auch wenn wir jetzt schon, ja, die paar Zeit haben wir ja schon circa. Aber ich würde sagen, wir spielen trotzdem. Eieiei, es sieht nicht gut aus. Kann auch sein, dass wir zu aggressiv hauen. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal dran gewöhnen an die Steuerung und so.
Cool. Open the door. I've killed all the monsters. He killed? Huh? What should we do? You. Ray, sorry. We are very sorry. Please forgive us. What happened to you? They came out of nowhere and attacked us. The keep may have also been attacked by them. Keep is ahead of us that way? Right. The forest road there is a shortcut to the keep. I see. Ja, mit zwei Hörnern, den kennen wir doch irgendwoher. Ich bin mal gespannt, ob wir ob wir überhaupt diesen Riesen besiegen können. Ich hoffe es irgendwie. Das schaffen wir nicht. Ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich falsch, ne? Sah merkwürdig aus. Pflanze, okay. Pflanze? Ansonsten. Ach so, klar, wenn ich reinspringen kann. Wir wollen ja auch nicht zurück, wir scheißen ja eh auf alles. Also würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, da ist der Finisher. Da kriegt man, glaube ich, ein paar Seelen mehr. Tempelkarte. Gucken wir mal gerade. Ach so, cool. Okay, das ist die Tempelkarte. Okay. Also ganz ehrlich, die Steuerung ist ein bisschen. Warte mal, muss ich da drauf drücken? Ach du Scheiße. Ernsthaft, ich muss da drauf drücken. Sollte wohl diesen Tempel bewachen. Hier ist eine grüne Schriftrolle. Willst du sie nehmen? Ja. Klar. Hinweis. An den Mutigen, der dieses Dokument findet und liest, ich bitte dich, alles zu vergessen, was du weißt, um meine Warnung ernst zu nehmen. Die hier geschrieben steht. Es gibt da einen Panzerhandschuh eines Ogers, der seine Macht aus der Energie der eliminierten Dämonen zieht. Lerne mit seinem Geheimnis umzugehen, dann gehören seine Mächte dir.
Aber vergiss nicht, ohne die Macht des Ogres hast du gegen die Dämonen keine Chance. Sugen. Oh, Gegner. Nicht aufstehen. Ja, warte doch mal, Alter. Okay. Journal 1. Master Sugen und ich sind dem Monster gefolgt, das Menschen aus der Stadt entführt und dabei in diese Höhle verschleppt. Die Höhle scheint das reinste Dämonennest zu sein. Hier gibt es unvorstellbar unterschiedliche Monster und sogar solche, mit denen ich hier nie gerechnet hätte. Sie nennen sich selbst Dämonen. Sie hassen Sonnenlicht und scheinen bereits unter der Erde gelebt zu haben, bevor die Menschheit überhaupt ihren Anfang nahm. Oha, okay. Mein Herr und ich haben bereits beschlossen, diese Höhle zu betreten. Ich bin davon überzeugt, dass mein Herr über die Macht verfügt, die Dämonen abzuwehren. Da ich über etwas zeichnerisches Talent verfüge und Vertrauen und Mut besitze, muss ich mich nicht vor den Monster fürchten. Und deshalb werde ich über alles berichten, was ich sehe. Das hier wird das seltsamste Buch aller Zeiten. Simu? Okay. Aber leider nichts, was wir gebrauchen können. Was haben wir hier? Deine Auswahl, Donnerkugel. Cool. Ein Donnerschwert haben wir jetzt. Guck aber trotzdem noch mal, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Ja, das wäre schon mal cool auf jeden Fall. Nö. Also ich denke mal, wenn ich was vergessen habe, dann tut's mir leid. So. Links geht's, denke ich mal, weiter. Das sieht gut aus. Was ist das? Oh, eine Schatz. Hier ist eine Trickschatzkiste. Deine Auswahl, Strickleiter. Cool. Achso, wir müssen wieder drücken. Jungs, ich finde das so schwachsinnig, dass man hier drücken muss. Was irgendwie. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie merkwürdig. Das ist doch was, ne? Magiejuwel. Wofür sind die denn da?
gucken. Gegenstand, Strickleiter. Ach, da steht's. Diese blaue Edelstein erhöht deine Zauberkraft. Okay, cool. Ach, cool. Wir können's. Ah, cool, das ist ein Verstärker. Das finde ich cool. Was ist das denn? Nenne den Namen des Clans, der von den Dämonen vernichtet wurde. Ich kann das nicht mal lesen. Okay, drücken wir das mal. Das und das. Und es war richtig. Ein Kraftjuwel. Okay, cool. War vollkommen geraten. Ich dachte mir so eins. Ja, dachte mir so, das sieht cool aus. Dann vielleicht nur so ein Wort. Ja, cool. Läuft bei mir. Kraftjuwel. Deine Vitalität. Ja, Bombe. Nehme ich doch gerne. Aber ein bisschen mehr KP. Oder Lebensanzeige. Aber warte mal, Leute, das funkelt so ganz komisch. Genau, das sieht nach einer Speicheranzeige an. Wir gucken aber gerade mal, ob wir unser aufleveln können. Ah, nicht ganz. Ach, man kann Pflanzen aufwerten. Ach, das ist ja geil. Ja, warum nicht? Können wir auch speichern gerade. Ich denke mal, wir sind sowieso jetzt gerade auf nee, Steckplatz als. Ich denke mal, wir sind sowieso relativ ich guck gerade mal, wie weit sind wir jetzt gerade? Ja, 31 Minuten, Leute. War ganz nett, aber ich würde mal sagen, wir warten jetzt erstmal, beziehungsweise was für warten wir erstmal. Ich würde mal sagen, Leute, wir beenden den Part erstmal. So gespeichert habe ich jetzt gerade, ne? Ich guck gerade nur noch mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, Leute, das war's erstmal soweit von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Unimusha wieder. Ja, würde mich natürlich interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich bin, ja, ich bin momentan, gucken wir mal. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Story hier noch entwickelt und so. Ja, aber würde mich natürlich interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ja, bis dann und haut.